Okay, wir befinden uns am Scorpion-Stand. Scorpion hat auch für 2013 wieder zahlreiche Neuheiten. Hier gleich der EXO 2000. Ist ein reinrassiger Racing-Helm. Natürlich vom Gewicht her sehr leicht. Von der Innenausstattung sehr schön. Er hat natürlich auch die Pumpe. Jedoch gegenüber von den EXO 1000 nicht die Sonnenblende, weil das ja im Racing-Bereich nicht notwendig ist. Was auch noch zu sagen ist, er hat natürlich einen Notausstieg von den Seitenbacken her, von den Wangenpolstern und von den Dekors her ist er wirklich unschlagbar. Man sieht hier die neuen Dekors. Und das war eigentlich das Letzte, was Scorpion noch gefehlt hat, ein wirklich reinrassiger Racing-Helm. Bei den EXO 1000 hat sich dekormäßig auch einiges getan. Da gibt es natürlich sehr schöne in allen Farbvarianten. Technisch ist der Helm eigentlich unverändert geblieben. Er hat natürlich eine Sonnenblende, hat eine Pumpe, einen Doppel-D-Verschluss und vom Material her bleibt er natürlich Fiberglas Kevlar. Es sind auch sehr nette Dekors dazugekommen beim EXO 500, quasi die Mittelklasse. Der Unterschied zwischen EXO 1000 und EXO 500 ist das Material. Die Visiere sind gleich und hier sind wir eben die neuen Modelle. Auch neu ist der EXO 300 in der Dekor-Variante. Das ist eben ein Cross-Over-Helm. Der Kinnteil kann abgenommen werden, hat natürlich eine Sonnenblende und hat eben auch eine Pumpe. Das Besondere an dem Helm ist auch, dass er als Jet-Helm und als Vollvisier-Helm geprüft wurde. Auch im Motocross-Bereich tut sich einiges bei Scorpion. Neben den sehr erfolgreichen VX15, die von der Preisklasse so um die 169, 159 sind, gibt es natürlich den VX20, ein High-End-Motocross-Helm in vielen auffälligen Dekors mit der Doppelpumpe. Es wird der Stirnbereich aufgepumpt, der verhindern soll, dass der Helm rutscht bei Vibrationen und natürlich die traditionelle Pumpe für den Backenbereich. Von der Aggressivität der Dekors, da bleibt natürlich kein Wunsch offen. Es fahren auch zahlreiche Rennfahrer schon mit den Scorpion VX20, zum Beispiel Lars Ennekel, und der ist natürlich hochzufrieden damit.